Ja, hier ist der Achim Weidner aus Rüsselsheim am Main. Heute in der Karlsbader Straße, Ecke Kölner Straße, bei einem Pressetermin der Stadtwerke Rüsselsheim zum Stand des Ausbau des Glasfasernetzes hier im Quartier. Reden werden ist zum einen der Geschäftsführer, der Hans-Peter Scherer, und dann die Katja Adams, das ist seit 1. April unsere Leiterin Vertrieb Glasfaser. Da heißt das Telekommunikation. Wie du möchtest. Wie ich möchte, genau. Und den Anfang macht der Hans-Peter Scherer. Ja, danke schön, Jürgen. Nochmal vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Ausbauprojekt hier. Karlsbader Straße, Kölner Straße. Der Anlass, warum wir jetzt hier auch Glasfaser auffahren, liegt hinter uns. Die abgebrannte Tennisoase, ja, das Gelände wird ja komplett neu bebaut. Das hat also ein Bauträger aus Treburg, glaube ich, erworben. Und wir haben mit dem Bauträger eine Vereinbarung über den Vollausbau dieses Gebietes getroffen. Also wir sind der Infrastrukturpartner für dieses Bauunternehmen. Wir werden dort nicht nur Strom hinlegen, wir werden die Wärmeversorgung aufbauen, wir werden Licht hinbringen und wir werden auch die Telekommunikation, sprich die Glasfaserleitung dorthin bringen. So, das war also der Aufhänger, dieses Gebiet mit irgendwie so um die 50, glaube ich, wie weißt du es, wie viel? 49. 49, da war ich ja mit ungefähr 50 ganz gut. Kleinen Häuschen war der Anker, der Schwerpunkt, der da ist. Die werden alle einen Glasfaserhausanschluss bekommen. Das ist mit dem Bauträger auch so vereinbart und macht ja auch Sinn für einen Neubau. Also nicht nur, sagen wir mal, eine moderne Küche einzubauen, sondern auch eine moderne Telekommunikationsversorgung. Und dann war also der Auftrag formuliert worden an unsere Techniker, wie bringen wir die Glasfaser von unserem bestehenden Netz dort hinten an dieses Grundstück, ehemals Tennisoase. Und dann ist der nächstgelegene Anschlusspunkt eben hier zweimal um die Ecke, einmal rechts, einmal links, das heißt durch die Kölner Straße und dann noch ein Stück vorher wieder vorne zur Bonner Straße. Diese Strecke werden wir also auffahren, erschließen und da bietet sich natürlich an, dann in dem Zuge auch Anwohner, die Interesse haben, Glasfaserhausanschlüsse zu erhalten und dann auch natürlich die schnellen Produkte darüber hier das Angebot zu unterbreiten. Ja, also das war so ein bisschen die Story. Wir haben, wenn ich richtig informiert bin, so gut 80 Häuser hier auf dem Weg, 200 Wohnungen, das ist ja auch noch mehr Familienbebauung hier, die Karlsbader Straße runter. Und das ist sozusagen das Ausbaupotenzial, über das wir jetzt hier reden, das wir gerne erschließen würden. Ja, so viel zum Anlass und zum Umfang. Was ist jetzt neu hierbei? Also die Technik, die hat sich in den letzten 3-4 Jahren nicht verändert an der Stelle. Das war ja schon immer State of the Art, Glasfaser zu verlegen. Das ist auch nach wie vor so. Wir haben nur eines jetzt gelernt aus anderen Ausbauprojekten, die wir gemacht haben, also speziell in der Böllensee-Siedlung. Das ist jetzt schon 3 Jahre her. Da hatten wir also auch Abfragen gemacht, wer möchte denn gerne einen Hausanschluss, und sind dabei aber davon ausgegangen, dass wir quasi links und rechts an der Straße entlang verlegen, um die vielen Straßenquerungen, die immer teuer sind, weil man dann den Asphalt aufschneiden muss und so weiter, zu vermeiden. Und da kam es dann zu Situationen, dass auf der einen Seite sich genügend Interessenten gefunden haben, auf der anderen Seite vielleicht nur ein oder zwei, und dann ist die Hälfte dieser Straße nicht versorgt worden. Das hat die Leute nicht glücklich gemacht, ja, weil, ach, hätte ich doch nur mehr gefunden, und gerade auf der anderen Seite der Straße wird das funktionieren. Das gab im Nachgang halt schon auch so ein bisschen Bedauern bei den Anwohnern, was wir auch erlebt haben, und wir haben uns jetzt entschlossen, das hier anders zu machen. Also wir werden jetzt alle zu gleichen Konditionen hier anschließen in dem Gebiet, egal auf welcher Straßenseite sie sind, um dann quasi diese mögliche Verinselung, Vereinsamung oder wie man das dann immer nennt, der Zurückgebliebenen zu vermeiden.
Also insofern gibt es eine kleine Weiterentwicklung im Ausbaukonzept. Ansonsten ist das technische Konzept das gleiche wie immer. Mit dem, was wir liefern, können Sie bis zu 1 Gigabit im Moment an Up- und Download, wenn Sie es unbedingt haben wollen, beziehen. Das werden Sie wahrscheinlich nicht bezahlen wollen, weil das ist ja dann doch eher ein hochwertiges Gewerbeprodukt und keins für Privathaushalte. Aber wie gesagt, da ist noch Luft nach oben. Die Technologie gibt noch wesentlich mehr her, falls mal in der Zukunft der Bedarf doch noch wesentlich höher sein sollte. Das ist nur eine Frage von Aktivtechnik, die sowieso alle 7 Jahre oder sowas ausgewechselt wird. Und wenn man dann eine neue Generation reinnimmt, und dann kann man über die gleichen Fasern auch immer wieder das Zehnfache abwickeln. Also Zukunftssicherheit ist da sicherlich auf Jahrzehnte gegeben mit dieser Anschlusstechnik. Achim Weidner aus Rüsselsheim am Main mit Katja Adams von den Stadtwerken Rüsselsheim, verantwortlich für den Vertrieb Telekommunikation Glasfaser. Wir stehen hier Kölner Straße, Karlsbader Straße. Was machen wir hier? Wir sind am Beginn des Neuausbaus des Glasfasernetzes hier in diesem Bereich. Ich freue mich sehr, dass ein weiterer Teil Rüsselsheims angebunden wird an die modernste Technologie, Glasfaser. Somit haben weitere Rüsselsheimer die Möglichkeit, diese Technologie für sich zu nutzen. Also wir haben hier kein Kupferkabel, wie die Telekom und Vectoring betreibt, sondern richtig schnelles Internet, rein und raus. Die reine, die wahre Glasfaser, jawohl. Ja. Genau. In Rüsselsheim gibt es ja einen politischen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, sozusagen flächendeckend auszubauen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Mhm. Wie ist denn hier konkret in diesem Quartier der Zeitplan? Der Zeitplan ist so, dass wir jetzt zunächst einmal auf den Straßen selbst Werbung anbringen. Morgen werden wir Informationsmaterial verteilen, also zunächst einmal ankündigen, dass wir dann in der nächsten Runde, in der nächsten Woche persönlich vorbeischauen und dann Materialien für die Eigentümer der jeweiligen Immobilien verteilen. Die Information ist ganz wesentlich. Dafür haben wir auch noch eine Sprechstunde eingerichtet, in der wir dann die Details klären. Die Bewohner wollen natürlich wissen, was kostet das alles, was bringt das für diejenigen, die mit dem Thema noch nichts anzufangen wissen. Da muss man erstmal eine gewisse Aufklärung leisten und teilweise auch Überzeugungsarbeit. Ja, das ist wichtig, Überzeugungsarbeit. Wir hatten es ja vorhin, dass eine ältere Dame sagte, sie hätte noch kein Internet, aber wir denken an die Enkel, die zur Oma kommen und surfen wollen. Vielen Dank. Ich komme demnächst auf Sie zu zur Gesprächsrunde über die Digitalisierung in Rüsselsheim bei den Stadtwerken. Vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön.